Aussprache ist für die Fraktion Die Linke unsere Kollegin Frau Ulla Jelpke. Bitte schön, Frau Kollegin Jelpke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Linke hat schon 2009 einen Abschiebestopp bzw. ein Bleiberecht für die Flüchtlinge aus Syrien hier in Deutschland gefordert, im Unterschied zur Bundesregierung, die bis 2011 im Grunde genommen ihre Behörden damit beschäftigt hat und in 180 Fällen Abschiebungen vorbereiten wollte gegen Staatsangehörige aus Syrien und vor allen Dingen auch Staatenlose. Wir halten das für einen Skandal, wenn im Grunde genommen hier Menschenrechtsverletzungen kritisiert wurden, schon im 2009, und uns im Nachhinein unterstellt würde, wir würden solidarisch sein mit Assad. Das ist zu keiner Zeit der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil, Die Linke hat, wie gesagt, den Abschiebestopp gefordert. Die Linke hat gefordert, dass in ein Land, wo Misshandlung, wo Folter stattfindet, auf gar keinen Fall abgeschoben werden darf. Nur hier im Haus wurden mehrheitlich unsere Anträge abgelehnt. Und das halten wir für einen Skandal. Ich habe auch einige Fälle einfach mal mitgebracht. Zum Beispiel am 1.9.2009 wurde Khaled Kanjo abgeschoben nach Syrien. Er wurde dort 3 Monate in Dunkelhaft verhaftet, er wurde gefoltert, er konnte fliehen, weil er auf Kaution freigestellt war, und er hat dann erneut in der Türkei über den UNHCR den Flüchtlingsstatus bekommen, und nur durch die Proteste, die es in Deutschland gab, und durch die Öffentlichkeit, er hat Deutschland sich verpflichtet gesehen, ihn wieder aufzunehmen. 10 solcher Fälle kann ich bis zum vergangenen Jahr 2011 aufzählen, wo es um ganze Familien geht, die dorthin abgeschoben wurden, in einer Zeit, wo es schon Hunderte von Toten gab aus der Opposition und wo klar war, dass man in dieses Land nicht zurückschieben darf. Und das ist wirklich ein Skandal. Ich kann leider diese Fälle hier nicht alle vortragen, aber Sie können sie jederzeit einsehen. Und interessant und wichtig ist vor allen Dingen, dass alle diese Menschen, bis heute wissen wir nicht, wo sie verblieben sind. Flüchtlingsorganisationen haben sich darum gekümmert, um rauszubekommen, wo die Menschen verblieben sind. Die Situation in Syrien eskaliert immer weiter. Von tausenden Toten ist die Rede. Es gibt Meldungen über bewaffnete Gruppen unter den Aufständischen. Immer mehr Soldaten desertieren. Die Reaktion des Assad-Regimes wird immer brutaler, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist schlicht nicht absehbar, wann die Menschen in Syrien wieder sicher leben können. Und meine Damen und Herren, natürlich wissen wir auch, dass zurzeit nicht abgeschoben wird nach Syrien. Aber ich will hier ganz deutlich sagen, 7.000 Menschen aus Syrien, Flüchtlinge, leben in Deutschland, die nur den Duldungsstatus haben. Das heißt, sie dürfen nicht arbeiten, sie haben Residenzpflicht und sie haben vor allen Dingen die Angst, abgeschoben zu werden. Diese Menschen brauchen endlich eine Perspektive, und deswegen haben wir auch schon 2009 gefordert, dass es ein Bleiberecht geben muss für diese Menschen und dass man sie nicht nach Syrien zurückschieben darf. Außerdem hat 2009 die Bundesregierung, die sich ja hier jetzt plötzlich so gibt, als wenn sie nie was mit dem syrischen Regime zu tun hatte, ein sogenanntes Rücknahmeabkommen abgeschlossen. Man kann auch Abschiebeabkommen dazu sagen. Dieses Abkommen ist bis heute nicht gekündigt worden, und ich fordere Sie hier auf, kündigen Sie der syrischen Regierung dieses Abkommen ab, denn dieses Abkommen kann mit so einem Staat nicht weiter eine Verpflichtung sein. Und in den vergangenen Wochen, meine Damen und Herren, hat also hier im Bundestag der Petitionsausschuss haben 4 Syrer darum gebeten, hier in Deutschland Asyl zu bekommen. Sie sind aus Ungarn nach Deutschland eingereist, aber die deutschen Behörden wollen sie nach Ungarn zurückschieben, obwohl bekannt ist, dass Ungarn wiederum an Syrien abschiebt. Darunter sind 2 Deserteure. Ich will es hier nicht ausmalen, was es möglicherweise bedeutet, wenn diese Menschen abgeschoben werden. Und ich bitte Sie hier nochmal, stimmen Sie der Petition zu, dass es keine Abschiebung nach Ungarn gibt, weil wir wissen, dass Ungarn kein Asylsystem hat
und Ungarn auch nicht wirklich die Menschen dort schützen wird. Zum Schluss möchte ich sagen, ein verbindlicher Abschiebestopp, Bleiberecht für Menschen aus Syrien und die Kündigung des Abschiebestopps sind das Mindeste, was die Bundesregierung nun tun muss. Das wäre echte Solidarität übrigens mit den Opfern, die Sie hier letzte Woche so schön eingefordert haben, und nicht das Säbelrasseln mit der NATO- und Embargo-Politik gegen die syrische Bevölkerung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Jelpke. Jetzt für die